In Dortmund beginnt heute der evangelische Kirchentag. Bis Sonntag werden rund 100.000 Besucher aus 100 Ländern erwartet. Unter dem Leitspruch "Was für ein Vertrauen" soll unter anderem über sozialen Zusammenhalt, Gerechtigkeit und Integration diskutiert werden. Angemeldet haben sich auch Bundespräsident Steinmeier und Bundeskanzlerin Merkel. Präsident des Kirchentages ist der Journalist Hans Leyendecker. Im gemeinsamen Morgenmagazin von ARD und ZDF verteidigte er die Entscheidung, dass die AfD nicht eingeladen ist. Die Rechtsradikalen, die stützen ein Stück auch diese Parteispitze. Es sind auch konservative Leute in der AfD. Und sie können jeden von denen nehmen und sagen, warum präsentiert ihr den nicht? Und da habe ich eine ganz einfache Antwort. Weil die Stockkonservativen auch das Alibi für die anderen sind. Das Alibi für die, die ausgrenzen wollen, die Fremdenhass verbreiten. Und von daher finde ich, so wie die AfD heute ist, und das ist ein Präsidiumsbeschluss des Kirchentages, niemanden, den wir auf einem Podium sehen wollen.